Seit deiner Geburt wurde es dir auferlegt. Es ist ein Urtrauma entstanden. Es ist eine Zwiebelschale. Es ist wie eine Wolke, die die Sonne nicht durch dich strahlen lässt. Nach diesem Video wirst du erfahren, was es ist, und du wirst es loswerden. Mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach und beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Psychologie, Bewusstseinsforschung und erweiterte Bewusstseinszustände. Und in diesem Video möchte ich die Taschenlampe mit dir weg von den anderen Menschen richten, sondern auch dich auf sich selbst zu richten. Ja? Also wir schauen in deine Innenwelt und schauen nach, was ist in dir eigentlich los? Wir Menschen sind wie die Erde selber und die Erde wird sozusagen beleuchtet. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir durch die Welt laufen, dann geschehen Dinge und unser Haus, wir machen schön langsam immer durch diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch Entwicklungstrauma, durch negative Erfahrungen, machen wir in unserem Haus die Fenster zu und die Türen zu. Und das führt dazu, dass wir uns verschließen. Und das ist wie so eine Zwiebelschale und doch eine Zwiebelschale. Und irgendwann legen wir Masken auf und noch mehr Masken und sind komplett entstellt und spielen eine Rolle, spielen jemanden vor, der wir in Wirklichkeit nicht sind. Und in diesem Video möchte ich dir eine Urzwiebelschale zeigen, die dazu geführt hat, dass wir ein riesengroßes Problem haben. Und ich würde sogar sagen, dass, wenn nicht das größte Problem der Menschheit. Ja. So, bevor wir starten mit dem Video, möchte ich dich kurz bitten, mir einfach einen Kommentar zu schreiben, ein Like zu geben auf dieses Video, einfach für den Algorithmus, damit dieses Video gepusht wird, damit der Algorithmus einfach diesen Kanal wieder aufbaut, weil ich hatte ja einen Unfall, wie du vielleicht weißt, Anfang des Jahres und konnte viele, viele Monate keine Videos drehen und das hat einfach den Algorithmus von diesem Kanal zerstört. Weil es ist einfach wichtig in der heutigen Zeit, vor allem in der heutigen Zeit, das Thema Bewusstseinserweiterung, Bewusstwerden der Menschheit einfach auf ein wieder zu erweitern, zu aktivieren und dieses Video ist auf jeden Fall etwas, was vielen Menschen helfen könnte und deswegen teile es auch an deine Freunde. Und ich werde jetzt ein paar Sachen erwähnen und am Schluss fasse ich das dann grob zusammen. Ja. Und zwar liegt das in der Regel daran, dass wir in Europa, die Therapeutin Verena König hat so schön gesagt in ihrem Buch, dass die meisten Menschen in unserer Bevölkerung ein Entwicklungstrauma haben, ja? Also ein Trauma, was sich im Laufe der Entwicklung angesetzt hat bei uns und durch dieses Trauma verstellen wir uns maßgeblich. Wir haben eine Persönlichkeit, die auf diesem Urtrauma basiert. Ja? Und wenn wir dieses Urtrauma auflösen und heilen, dann lösen wir dieses Persönlichkeitsmerkmal auf und werden wieder der, der wir wirklich sind. Ja? Also die Wurzel. Diese wird ausgelöst, wenn wir im Kind sind und als Kind schon einen Mangel erfahren. Ja? Und es gibt zum Beispiel viele Kinder, wo die Eltern das Prinzip verfolgen, nein, ich stille mein Baby nicht, wenn es schreit, sondern ich stille mein Kind jede Stunde im Takt. Ja? Und da entwickelt sich das, zum Beispiel ist eine Variante, es gibt viele davon, da entwickelt sich beim Kind dieses Muster, oh, ich habe Hunger, ich möchte was trinken, ich kriege es aber nicht. Und dann passiert Folgendes beim nächsten Mal, wenn sie es dann trinkt, so in einer Stunde, dann passiert Folgendes, das Kind trinkt mehr, weil es einen Mangel erlebt hat und einen Überschuss dann trinkt. Und das führt dann dazu, wenn diese Kinder erwachsen sind, dass sie dann molliger werden, dick werden oder dieses Gefühl haben, ich will mehr, ich brauche mehr, 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 mehr. Und da sieht man, wie sich das verwurzelt in der Kindheit. Und das ist ein Trauma. Ja. Ich gehe dann auf das Haupttrauma im Laufe des Videos noch ein. Ja. Das heißt, Mangel an Ressourcen, nicht genug Liebe, nicht genug Aufmerksamkeit in den meisten Fällen. Ja. Wenn man sich die heutigen Erziehungsmethoden anschaut, dann werden die Kinder abgeschoben, die Eltern müssen arbeiten, sie haben eh keine Zeit. Und wenn sie dann nach Hause kommen, dann sind die Kinder nur ein Nebenprodukt. Ja. Das heißt, man fokussiert nicht die komplette Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf die Kinder. Ja. Dann die unaufgearbeiteten Defizite der Eltern, das heißt fehlende Selbstregulation, ja, bezüglich ihrer eigenen Kindheit
und Leben und Belastungen in ihren verschiedenen Lebensbereichen, meist existenziell und Partnerschaft vererbter Ballast der eigenen Eltern. Das heißt, die Eltern schreien dich an, sie regen dich auf oder sagen einfach ganz schlimme Dinge zu dir, wenn du ein Kind bist. Und das führt dann zu einer Art Verschließung oder zu einer Art, ich muss mich verstellen, um geliebt zu werden. Ich muss mich meinen Eltern anpassen, die Spur wieder, damit wir in dieselbe Richtung laufen. Ja. Und das führt zu diesen Masken und zu diesen Zwiebelschalen. Ja. Und das liegt daran, weil die Eltern selber sich nicht regulieren können. Das heißt, die Eltern haben nie gelernt, was es bedeutet. Und wenn wir selber, wenn etwas passiert, wenn sie sich schlecht fühlen, wenn sie getriggert werden oder was auch immer, dass sie dann erkennen, oh, warum fühle ich mich gerade schlecht, warum fühle ich mich getriggert? Die meisten von uns haben Gewalt erlebt, ja. Und das liegt einfach nur daran, dass die Regulation, weil sie selbst Gewalt erlebt haben und dass sie ihr das als Regulationssystem verwenden, ja. Das heißt, ich sage mal so schön, du musst Kinder nicht erziehen, sie kopieren dich sowieso. Das heißt, wenn Eltern herumschreien oder Kinder oder beziehungsweise gewalttätig sind, dann liegt es in der Regel daran, dass ihre Eltern das einfach auch so waren und dass sie dann dieses Verhalten kopiert haben. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig und tiefgehend zu verstehen. Ja. Da gibt es zum Beispiel noch einen Bereich, wo ich sage, falsche Erziehungsvorschläge, die teilweise heute noch gültig sind, wie Kinder gelegentlich schreien lassen. Ja, da gibt es tatsächlich manche Psychologen, die raten das, aber wenn man sich ein bisschen tiefer mit Psychologie beschäftigt, kommt man drauf, das ist das Schlimmste, was man tun kann, weil die Kinder ja sozusagen in ein Entwicklungstrauma fallen und dadurch in die Hilflosigkeit kommen. Ja? Und dann kommen wir gleich zu einem wichtigen Thema, was Hilflosigkeit angeht. Ja? Das heißt, es führt dann zur Folge, dass man erlernte Hilflosigkeit erlebt, unsichere Bindungen, man kann sich nicht zu 100% auf die Eltern verlassen, weniger Vertrauen in die Eltern, in andere, in sich selbst, in das Leben. Ja, und Vertrauen ist ein maßgebliches Fundament für ein glückliches Leben. Ja. Kinder können nicht verwöhnt werden, benötigen viel Liebe, viel Aufmerksamkeit, Zuwendung, Einfühlungsvermögen, wie man nur geben kann. Ja. Und daraus erwachsen sich schlussendlich dann Angst ums Überleben. Ja? Also Kampf ums Überleben ist dann eine Folge davon. Und daraus entstehen Projektionen. Und diese Projektionen machen, dass wir, wenn wir erwachsen sind, andere verurteilen und bemängeln, anstatt bei sich selbst zu bleiben und die Energie auf die eigene Entwicklung zu richten. Ja? Das ist dieses Projektionsspiel. Ja? Und aus diesem Muster, aus diesem Urtrauma entsteht eine Denkweise und zwar ein limitiertes Denken. Und dieses limitierte Denken ist zum Beispiel, das kann ich nicht, das geht doch nicht, ich bin für sowas nicht gemacht, ich bin nicht so ein Mensch, ich werde niemals Punkt, Punkt, Punkt. Das hält mich dort, wo du bist, ja. Und das hält dich dort, wo du bist, schlussendlich, ja. Und das ist halt ganz wichtig. Das ist so wie Super Mario, der eigentlich weiterlaufen sollte, aber er bleibt halt im selben Bild und läuft halt immer nur zurück und nach vorne. Ja, und das ist wichtig zu verstehen. Und das führt uns schlussendlich zu diesem Fundament. Und das Fundament ist ein Wort. Ja. Und zwar das Wort, und das ist die Wurzel des Übels, ist Mangeldenken. Ja, weil jegliches Problem auf diesem Planeten, ob das Krieg ist, ob das was auch immer das ist, ja, es ist immer eine Form von Mangeldenken, ja, in deiner Denkweise, die sagt, ich habe nicht genug, es ist nicht genug da und ich brauche mehr Liebe, was auch immer das ist, ob das Geld ist, Liebe, was auch immer, es ist eine Form von Mangeldenken, ja, und das ist das Urproblem und das Mangeldenken wird dann meistens übergekoppelt, das ist so wie ein Virus, ne, und da kommt ein anderer Virus, das ist der Virus der Schuldübertragung. Du bist schuld wegen dem, ja, weil das ist die Projektionsdenkweise des Egos und man erlebt selber Mangeldenken, also man hat selber sein eigenes Mangeldenken drin, aber wir leben in einer Quantenwelt, das heißt, du erlebst immer das, was in dir vorgeht, gespiegelt. Ja. Also, wenn du deine Gedanken nicht änderst, wirst du immer dasselbe erleben. Ja. So wie Einstein immer gesagt hat, du willst was verändern, tust es aber nicht und erwartest dir andere Ergebnisse. Aber um andere Ergebnisse zu kriegen, musst du dich selbst verändern. Das heißt, wenn du aus dem Mangel raus willst, dann musst du deine Denkweise zuerst erkennen, was du für eine Denkweise hast, die dich beschränkt und einschränkt. Und daraus erst
Daraus erst kannst du es dann verändern. Du hast auf Quantenebene zapfst du dann eine Zeitlinie an, die sich dann das Ganze verändern lässt. Ja? Und dann wird das meistens gekoppelt mit Schuldübertragung. Das heißt, ich mache ein Beispiel, jemand sieht ein Video von mir und in dem Video erwähne ich ihn deinen Kurs oder ein Produkt und so weiter. Und derjenige, der das Video sieht, hat genau dieses Mangeldenken und projiziert mich als Schuldiger, dass ich ihm was verkaufen will als Beispiel. Und das führt, das ist halt eines dieser Ketten, die sich ergeben, dass was halt einfach zeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung dieses Mangeldenken hat und nicht bereit ist, daran das zu sehen und daran zu arbeiten und das Ganze dann auf die Außenwelt projiziert. Ja. Aber wenn man sich die ganze Welt ansieht, dann ist alles ein riesen Buffet und man kann kaufen, was man will, man kann tun, was man will. Jeder lebt in einer Wohnung, also die hat man sich auch gekauft, jeder hat sich irgendwelche Dinge gekauft, manche kaufen sich Zigaretten, manche kaufen sich Weiterbildung, die ihr Bewusstsein entwickelt, die ihre Persönlichkeit verbessert, was auch immer. Und es spielt keine Rolle, das heißt, es ist alles da, aber man projiziert gerne auf andere Menschen und schiebt sein eigenes Mangeldenken dann auf andere. Ja. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das gekoppelt ist miteinander. Ja. Und was können wir tun, damit wir das auflösen? Und zwar auf der einen Seite geht es mal darum, mal zu verstehen, dass wir und jeder von uns eine Form von Mangeldenken hat. Der eine mehr, der andere weniger, aber trotzdem haben wir in uns in den Muster und das Muster sagt, es ist nicht genug da, ich habe nicht genug, ich brauche noch das und so weiter. Ja, das ist halt etwas. Und um das ist das Erkennen von diesem Mangeldenken. Ja. Dann geht es darum, dass man anfängt, das zu reflektieren durch wann kommt das wieder? Wo erlebe ich das? Es dir dessen bewusst zu werden, ja, dass du es gerade hast und fühlst und anfängst, in der Außenwelt zu sehen und zu andere dafür zu verurteilen oder die Schuldübertragung zu machen. Und dann geht es darum, dass du dann aufhörst zu bewerten. Das heißt, du bewertest dein Leben, deine Situation, deinen Kontostand und zu verurteilen, vor allem auch Menschen in Schubladen zu stecken. Es geht immer um dieses, das Ego tut immer bewerten, verurteilen, Schubladen und kategorisieren und hält sich sozusagen in einem zweidimensionalen gefangenen Robotersystem wie eine Datenbank, aber das Sein ist nicht mehr vorhanden, weil es durch diese Wolkenschicht des Egos, des Taschenrechners gefiltert wird. Ja. Und was ich dir als Tipp geben kann, um das aufzulösen, ist, dass du dir dessen bewusst wirst, erstens, dann, dass du anfängst, alles, was ist, auch wenn du gerade eine Mangelsituation erlebst und so weiter, dass du es als perfekt ansiehst, ja, dass du es als genauso ansiehst, wie es sein soll. Ich habe zu diesem Leitsatz, du bist gerade am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Menschen und erlebst genau das, was für dich jetzt relevant ist, ja, weil das Leben ist ein kosmisches Spiel. Und jeder Moment, den wir erleben, ist perfekt. Jeder Moment, den wir erleben, ist genau so, wie es sein soll. Es ist der Schlüssel, weil alles ist schon fertig, alles ist schon geführt und wir sind nur die, die es erleben. Ja? Und wenn wir anfangen, sozusagen gegen den Wind zu pinkeln, dann werden wir genau das erleben und das fühlt sich dann genauso an. Wenn wir aber anfangen, das so wie es gerade ist, anzunehmen und vollkommen sich dem hinzugeben und zu sagen, okay, es fühlt sich gerade schlecht an, weil es gerade so eine Situation, aber ich sollte etwas daraus lernen und ich versuche das total anzunehmen, also du nimmst es dann an, dass es gerade so ist und gehst nicht in dieses, oh, es ist so schlimm, es fühlt sich so schlecht an und ich schiebe mal die Schuld auf dich deswegen, sondern du nimmst es total an und sagst, es gibt keine Schuld und ich nehme es total an und das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist meinen Arsch hochbewegen und etwas dafür zu tun, ja, es zu verbessern, ja, weil oft hat man dann genau dann Motivation, etwas zu verändern, wenn es sich schlecht anfühlt und das kommt in eine Situation, das fühlt sich schlecht an, damit du dann Arsch hochkriegst und es dann tust, ja, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ja. Dann fange an, alles schön zu finden, alles, was du siehst, schön zu finden und nachdem du alles schön findest, fang an, alles zu lieben, weil es so schön ist, weil es so perfekt ist, ja. Also wenn du Mangel hast, dann ist es nur eine Fehldenkweise. Ja? Und diese manifestiert sich dann im Außen. Ja? Stell dir also die Frage, welches Denkmuster hast du, ja? Was in dir diese Begrenzung auslöst und welche Glaubenssätze stecken hinter diesem Denkmuster. Ja? Und dann schreib dir eine Liste, also schreib wirklich auf, also ich glaube, ich habe nicht genug, ich habe das Problem und das alles, was mit Mangel zu tun hat, nimm dir jetzt einen Block und schreib das wirklich auf. Ja.
Wenn du willst und ich empfehle es dir, schreibe es jetzt mal unten in den Kommentaren auf, wo du dein Mangeldenken siehst. Und dann können wir dann in Summe so grob sehen, wie sieht es mit Mangeldenken aus, ja? Für dich als grobe Analyse. Ja? Und dann schreibst du dir auf einen Zettel und dann schaust du nochmal in dieses System hinein. Okay, welches Glaubenssätze, welche Muster stecken dahinter, die dieses Denken, diese Denkmuster auflösen? Und wenn du diese Muster auflöst, brauchst du nur die Frage stellen, okay, wo habe ich dieses Muster gebildet? Welche Erfahrungen? Vielleicht in deiner Kindheit, in deiner Schule, deiner Eltern kopiert und so weiter. Ist das hergekommen? Und dann erkennst du, dass das nicht dein Muster ist, sondern kannst du es auflösen durch andere Weltbilder. Zum Beispiel ein Weltbild bei mir ist eben das, was ich vorhin gesagt habe. Du bist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Alles ist Fülle. In jeder Erfahrung steckt ein Schatz. Auch wenn du gerade Mangel erlebst, es ist ein Schatz dahinter, Mangel zu erleben. Weil danach kommt das Gegenteil und dann fühlt sich die Freude, die Fülle viel, viel besser an, weil du den Mangel vorher gefühlt hast. Also man kann sich alles wie eine Medaille auf zwei Seiten betrachten. Ja. Ja, und wenn du das gemacht hast, dann wirst du so die Taschenlampe auf dich selbst gerichtet haben und diese Schicht, diese Zwiebelschicht des Mangeldenkens besser durchleuchten. Ja. Falls du noch tiefer gehen möchtest, was dieses Thema angeht, dann schau in der Meditation Academy vorbei in Chapter 1. Da gibt es einen 20-Stunden-Kurs für 39 Euro, wo wir dir über 20 Stunden alle Systeme genauer erklären, die deine ganzen Filtersachen sind, die deine ganzen Blockaden sind, die Zwiebelschalen, die gibt es, gibt ja noch viel mehr und die sind andere verwurzelt miteinander und die wirken alle miteinander. Also wenn dich dieses Thema interessiert, dann kannst du gerne vorbeischauen, da wirst du auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen. In diesem Video gehe ich genauer darauf ein, ich blende dich hier ein. Und dann wünsche ich dir jetzt mal einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du konntest etwas lernen und vielleicht einen Funken von Mangeldenken in dir auflösen durch dieses Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und ich freue mich schon sehr, dir etwas Wundervolles zu vermitteln. Freue dich auf jeden Fall drauf.